Hi, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Smoker. Willkommen zurück zur zweiten Folge von The Last of Us Part 1. Wir sind jetzt stehen geblieben, als wir die Anführerin der Firefly gefunden haben, die uns einen Deal vorschlägt, um unsere Waffen zu bekommen. Und das werden wir jetzt natürlich machen, indem wir sie erst einmal begleiten. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Also, legen wir los mit der zweiten Folge von The Last of Us. Könnt ihr eigentlich so geduckt, so schnell Ihr rennen und ich solltet nicht? uns heute keinen Ärger machen. Leck mich. Hab ich. Hier rein. Fliege. Geht's jetzt bitte nicht um. Drücke Dreieck für ein Auto aus dem Messerkill. Ja, gegen Menschen hört sich das nicht. Gott. Und tschüss. Hat er jetzt geschossen? Okay, vorsichtig. Bei R3 drücken für den. Jemand hier? Nein. Das sind so viele heute. Ja, ich umnähe, gell? Die sich um. Ah. Können wir irgendwas bauen? Also. Jetzt, der geht, okay. Die beiden drehen sich, glaube ich, nicht um. Wegschuss. Ihm jetzt hier. Läuft da unten. Wo ist die Firefly-Anführerin? Jetzt sind wir gleich da. Haben wir jemanden verloren? Da ist er. Was hat denn der da oben eigentlich erschossen? Da waren drei, ja genau, drei Leichen waren hier. Gehen wir mal weiter. Los, geht da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Ich
Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Das sieht doch nicht gesund aus. Wir sind jetzt auch gleich da. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Gleich verurteilt, also echt. Was für eine Art, noch zu leben. Joel, hilf mir mal eben. Ja. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger hey, von hey, dir. Hey. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Das ist Ellie. Ein toughes Mädchen. Zumindest im ersten Teil. Und noch was testen. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Oh. Hier? Ah. Hier runter. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass hier einige Schiebe. Los, Marien. Ja, doch. Und warum man sie schmuggeln muss, das erfährt man auch noch. Auch wenn es im zweiten Teil null Thema ist. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ja, die Rätsel in dem Spiel sind leider jetzt nicht so schwer. Aber trotzdem ein gutes Spiel.
Der Tunnel. Schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Wäre das auch geklärt? Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Hätte ich gedacht. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Liegt was auf dem Tisch? Irgendwelcher... Güter, die wohl sich wohl besorgt haben. Irgendwelche Materialien? Nein. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Machen Sie gerne. Wege hinter Schränken verstecken. Ja, die Minigames gab's ja auch noch. Dem sind sie sich treu geblieben. Wartet am Treffpunkt. Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Lüge. Wie lange dauert das alles noch?
Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Stark hier draußen noch patrouilliert wird. Okay, wir können, kommt hoch. Sehr stark. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Wenn es regnet. Ui. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Hier geht's lang. Jetzt bloß keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Sehr leise. Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier. Oh mein Gott. Yep, sie ist infiziert. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Richtig. Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Okay, auf mein Signal laufen wir. Signal, laufen. Lauf! Bleib von dem Licht weg. Bereit? Voll schnell. Klar. Ja. Ich sehe sie, ich sehe sie. Die müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nichts sehen. Sind die wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag, also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Bleibt er so oder geht er weg? Ah. Unter ihm.
du irgendwas? Alles klar hier. Du bist davon? So weit, so gut. Okay. Okay, das hat erstaunlich gut funktioniert. Oh, irgendwas. Ah. Ein Viertel Schere und ein halbes Klebeband. Ich kann welche hören. Das ist ganz bestimmt die Rache dieser scheiß Feuerfleisch. Mit denen sind wir eben fertig. Moment. Mist, runter. Hier können wir durch. Was? Ein halbes Klebeband. Und mehr ist auch nicht. Irgendwas machen? Ja. Und das hören Sie nicht. Hier durch. Okay. Mist, noch mal. Das ist die Deckung. Es sind so viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Viele Tests. Oh Mann. Ja, ich hab's gehört. Augen offen halten. Oh Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. Gut vor. Hey, hast du das auch gehört? Ich hab's gehört. Augen offen halten. Hier durch. Na los. Wo macht man das? Glaube ich. Ja. Nee, nicht. Das geht nicht. Wie ist das da? Komm raus! Oh, ich glaube, wir haben das Licht gesehen. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es geht so anders. Die Menschen reagieren auf eine Taschenlampe. Muss man echt aufpassen. Warte mal. Mal sehen, wo es hinführt. Oh, es ist dunkel. Mal rein. Aber jetzt sind wir so erstmal los. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Oh, es gibt's echt noch. Wie sieht's aus? Dunkel sieht's aus. Hier müssten wir durchpassen. Die Charlie, berichtet. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das okay. Spiel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. So viel dunkel ist er hier nicht mehr. Hier jetzt wieder, ja. Hier. Okay. Wind. Ist es sicher? Nein. Sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Oh, sieh das nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Ich glaube, das war's. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Okay.
sammeln. Sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Weiter. Und was hältst du? Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Er kann es doch nicht glauben. Doch nicht. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Gutes Gebäude. So sehen die Häuser also vom Namen aus. Sie sind so groß. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezone wurden heftig bombardiert. Man wollte so viele Infizierte wie möglich töten. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Vorerst. Na los. Sicher. Eh, merkwürdig, dass so wenig noch hier draußen rumrennen. Es gibt ja doch noch genug. Was hoch. Mann, das ist ganz schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? Ich weiß. Jetzt ist es nur noch Brache. Ach nein. Hier drüben. Goldstone Building. Ach, guck mal, das ist zum Beispiel so ein gutes Versteck für so eine Marke. Das alles zu finden, ist echte Schweinearbeit. Und ja, ihr könnt euch ja vorstellen, was das für eine Zeitaufwand ist. Ah, nee. Muss nicht sein. Hey, Tess! Komme! Was verschlagen. Gibt's doch bestimmt irgendwas. Alte Schere? Verarsche! So. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Habe ich denn davon jetzt? 14. Oh, nicht viel. Noch einer. Mist.
Einsatzleiter Waters, Operationsgebiet 2438A, 18:08 angekommen. Punkt 2438A, negativer Kontakt bei LZ, bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21:00, negativer Kontakt. 22:18, scheiß negativer Kontakt. 23:12, Soldat Await Edwater, meldet Sichtkontakt, Geräuschkontakt, Cordyceps Infizierte, zweites Stadium, bei eingestürztes Bürogebäude, unterwegs zur Untersuchung. 23:40, mehrere infizierte Kontakte, Soldat Edwater Shaw College vermisst. Politschke. Angriff im Gebäudeinneren aufgehalten, erwarten Evakuierung. Sie hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Ja, oder? Mal lang. Hier sieht Sackgeise aus. Oh, eine Klebeband und eine volle Schere. Nochmal 3 für 3. Ist doch von außen auffallen, wenn hier eine Lampe auf einmal rumstrahlt. Aber naja. Oh, hallo. Gott verdammt. Klicker. Klicker. Ein Toter. Oh Mann. Was ist mit dem Gesicht? Ja. So sieht jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind blind? Ja. So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Deswegen der Name Klicker. Als würde gleich alles einstürzen. Zusätze lassen sich neue Fähigkeiten erlernen. Drücke zum Anzeigen. Ah. Gab's das schon im ersten Teil? Das gab's erst im zweiten Teil. Ah, schon sehr lange her, ne? Auf jeden Fall braucht man ein Minimum erstmal 20 und so viel habe ich noch nicht. Lauschmodus des Ends. Kopf runter! Wo ich das lese, kann es wirklich schon im ersten Teil geben. Ne? Heute bewegt sich. Alles ist total okay. Irgendwas, Mann. Hilf mir hier mal. Suchen wir Vorräte. Mein letztes. Scheiße! Oh, das war heftig. Hallo. Ach, du sagst das. Was? Ey, du klaust. Ja. Wenigkeit freigeschaltet. Ah. Hab ich wieder eins. Das noch benutzen. Ja, okay, komm. Ich hab doch immer was Gutes drin. Okay. Weißt du was? Nein. Ja, auch. 25. Nett. Aber eine Werkbank habe ich bis jetzt trotzdem noch nicht gefunden. Dann muss immer noch keine zu starke Waffe haben. Wahrscheinlich. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Aber laufen wir Gegner.
Natürlich. Oh, da oben. Scheiße. Mal sehen, ob es da weitergeht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Okay. Komm, Große. Na los. Das ist eine starke Frau. Okay. Okay. Scheiße. Wir reagieren Gott sei Dank nicht so auf das Licht. Aber ich soll es ausschalten. Ganz schlecht. Joel, hier drüben! Will doch nicht so. Gibt noch mehr da sein. Mit. Irgendwas. Wenn jetzt so der Punkt gekommen ist, wo man echt in jede Ecke gucken sollte. Ob man noch irgendwas einsammeln kann. Heilung. Nö. Hier kam er ja. Da war was. Ah. Dann gehen wir mal hoch. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bitte. Bis auf die volle Hose. Alles klar. Bis auf die volle Hose. Los. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Bitte, die Damen. Okay, komm. Das ist verrückt. Ja, das sieht stabil aus. Nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Na. 20 Jahre alte Plattform. Das ist schon schön. Mein Gott. Ja, die Kraftfeuer aber auch rausspringt, ne? Also will es aber auch genau wissen. Ja. Komm schon. Nicht unterschauen. Nicht unterschauen. Alles okay. Wir müssen da drin. Das ist Rathaus, oder? Wohin? Ihr müsst doch mal in die Ecken gucken, Leute. Einfach durchlaufen. Eine Nahkampfwaffe. Runner. Was? Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Neue Waffe. Revolver, neue Waffe. Du kannst eine Waffe pro Holster ausrüsten. Zusätzliche Waffen werden im Rucksack aufbewahrt. Waffewechsel. Rückhalten. Nein, ich bleib erst noch bei der. Hab ich mehr Munition. Soll wechseln. Over die. Gegner?
Ja, Tatsache. Ja, ohne den Blick stelle ich mir das Spiel echt sau schwer vor. Vier Stück sehe ich. Mindestens. Das dürfte normale Runner sein, oder? Ein Messer habe ich geschlagen noch. Wenn noch ein Klicker da ist, müsste ich schießen. Der letzte? Ich glaube, das war's. Easy. Okay, ihr könnt kommen. Was wir checken, gibt es so viele Räume? Gar nicht schlecht, Joel. Verschwinden wir von hier. Nichts zum Looten. Ernst? Außer Heilung brauche ich nicht. Nein. Dann müssen wir wo hier hoch. Oh. Wieder mal nachladen, ne? Hier ist nachgeladen. Selbst wenn man sich an allen vorbeigeschlichen hätte, wenigstens jetzt würden sie aufmerksam werden. Kannst du loslassen? Okay, Tess, los! Okay, halt fest! Ein Messer. Hier, verarzte dich. Brauche ich zwar nicht, aber ich mache mir mal ein drittes. Wow. Dann mal los. Hier runter. Gehen wir es an. Hier können wir durch. Vorsichtig. Das ist ein Weg hier durch, ey. Echt.
Ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann? Ja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. LLF. Hier lang. Real. Noch mehr Material. Tess, hier unten. Molotow. Molotow setzen einen Bereich in Brand, halte zum Zielen L2 gedrückt und drücke R2, um einen hohen Bogen zu werfen. Molotow-Rezept. Braucht dasselbe wie Medikit. Okay. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Das wird schon. Ich bin jetzt Lauschmodus-Distanz. Aber das wäre mir eigentlich lieber, oder Messermeister. Ich spar mal noch. Der einladend hier alles. Triff dich mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Rathaus Goldene Kuppel. Mädchen 61 Meter, 14 Jahre alt, rothaarig. Aus der Quarantänezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Ah. Drüben, siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Was viele? Eins, zwei. Also mehr. Klicker. Kein Messer mehr. Ich habe noch mindestens einen Klicker. Mindestens. Molotow wäre noch eine Idee. Yeah.
knapp. Hätten die mich erwischt, wäre ich tot gewesen. Derek von der Buchhandlung lässt uns sein Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. 3:43:78. Safe? Wo ist denn Safe? Wo ist der Safe? Habe ich noch irgendwas verloren? Nee, gell? Waren echt drei Klicker, ey. Bin safe. Immer noch welche. Welche safe? Ich bin kein safe. Oder welche hier? Noch ein Klicker. Hab ich wohl keine Wahl. Eins rauszugehen, aber ich würde gerne auch den Safe haben. Wo ist der? Die sind das nicht. Da war das der, nee. Hier nimmst du. Hi. Ja, weiß ich doch. Du aber noch ein Safe. Ist aber auch kein Safe. Ich schon gern, was da drin ist. Eigentlich nur Ressourcen, aber das ist erstmal egal. Hier vielleicht? Komm, Messer. Irgendeine Kombinations-Safe sein. Ja, ich weiß doch, wo ich hin soll. Nervt mich. Hier schon? Nee, gell? Ist er. So, warte mal. 3:48 irgendwas.
bei 43,78. Bei... und 73 war es, gell? Also, dieses Gedächtnis wie ein Sieb. Also nochmal. 378. Ah, okay. Das L3-Hinweis, das nervt gerade ein bisschen. So, jetzt gehen wir noch schnell zu der Leiter. Wenn man die ganze Zeit auf den Sack geht. Okay, na los. Und an dem Punkt würde ich sagen, beende ich die Folge. Das war die zweite Folge von The Last of Us Part 1. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Smoker.